Oh mein Gott. Es hat endlich geklappt. Ich habe jetzt eine Viertelstunde gebraucht, nur um die scheiß SD-Karte reinzubekommen in die Kamera. Kommt so ein weiteren Part Super Mario Odyssey. Der erste Mut, den wir machen, wird mit diesem Clown zu tun haben. Ja, Switch schauen, ich habe keinen Bock, den ganzen Part mit dem rumzulaufen. Der letzte Mut habe ich gesehen, müsste Mond 57 sein. Das ist der Clown. Der befindet sich. Was? 57, ich muss nochmal schauen. Ich glaube aber schon. Ne, 56 war's. Ich finde es interessant, wenn man so eine Stampfattacke macht, dann eine Richtung steuert und danach springt, hat man so ein bisschen Momentum, wo man so ein bisschen springt halt in die bestimmte Richtung. Das finde ich irgendwie cool. Na. Hat man, glaube ich, auch beim Rennen. Na. Als ich hier eine Viertelstunde gebraucht habe dafür, ne, war ich froh, sowas zu sehen. So, wusste ich doch, hier war der das Königsherz. So, der wollte einen lustigen Clown. Ach, viele finden Clowns auch gruselig, weil ich verstehen kann, ne. Sieht halt schon irgendwie creepy aus. So, seltens auf der Stromleitung, hä? Welche Stromleitung? Ich meine, hier ist eine Stromleitung. Aber Alter, welche Stromleitung? Am besten da hoch, ne? Ich denke, dass ich ganz oben so einen besseren Überblick über die Situation habe. Solltet ihr jetzt nicht im Pit. Das ist sicher jetzt. Ein cooler Mond. Alter, ich habe den selbst beim Hochschauen nicht gesehen. Das ist halt so ein Problem bei dieser Kamera. Aber hey, das heißt, wir haben jetzt auch dieses Land fertig. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, dass wir Beachvolleyball machen gehen. Ne? Ich glaube, wir haben den ersten Mond dafür schon irgendwie bekommen. Ne? Die Sprudelflasche ist diesmal neben mir. Und das hier noch am selben Tag auf wie der andere Part, nur ein paar Stunden später. So ungefähr 3-4 Stunden später. Ich habe auch nichts zwischendurch gespielt, muss ich sagen. Ne? Küstenland, Schlemmerland, finstere Seite, stockfinstere Seite, ja. Und Pilzkönigreich, aber ich glaube hier im Küstenland gibt es noch, oder? War es im Küstenland, wo wir das Portal noch nicht betreten haben? Ich glaube sogar schon. Ich muss gerade bei meinem Guide die Seite wechseln, ne? Küstenland. Ja, waren wir ja schon im letzten Part. So. Aber jetzt hat er mir Polarland gegeben. Und bei das letzte... Ich habe gesehen, wir haben jetzt alle Kaperungen, ne? Und hier fehlen einige Lila-Coins. Ich habe gesehen, dass es anscheinend keine Souvenire mehr hier gibt, weil das letzte, das müsste im Schlemmerland sein. So, keine Ahnung, ob wir den Bilderrahmen schon gemacht haben. Den will ich jetzt schnell machen, um zu sehen, ne? Dass ich mir bei dem nicht sicher bin. So. Machen wir es so.
Und wo führt das? Ich geh mal kurz rein, aber. So, Fossilfälle. Okay. Aber es müsste, soweit ich weiß, noch einen irgendeinen Checkpoint geben, irgendwo, den ich noch nicht aktiviert habe. Und das ist ein regulärer Checkpoint. Oder, nee, ich weiß auch, dass ich noch ein Warp-Portal so von diesen Dingern nicht aktiviert habe. Komm, gehen wir direkt hier hin. Wir gehen in den Two-Player-Mode, weil wir wissen ja, im Two-Player-Mode ist es viel einfacher. Ich habe jetzt mal andere Joy-Cons neben mir. Da fehlt zwar was vom linken Stick, aber hey, es ist besser als ein nicht funktionierender Controller. So. Wir müssen 100 schaffen. Stück müssen wir schaffen, meine Fresse. Aber hey, ich muss machen, was getan werden muss, ne? Ich habe nachgezählt, uns fehlen ungefähr 50 und weniger als 50 Monde. Selbst wenn ich den letzten Multimond als mehrere Monde zähle. Okay, den Mund hatte ich schon. Das war auch schon der einfache, ne? Jetzt wollen wir auch noch den Hardcore-Shit. Ich glaube, irgendwas geht ja nicht mehr schneller. Das ab 30. Jetzt geht halt jeden zweiten schneller. Muss ich das erst davon hören, vor allem das Problem ist, es geht so langsam. Two-Player-Mode ist halt, soweit ich weiß, so die einfachste Lösung, den zu machen. Ja, okay, das hat Mario jetzt gemacht. Ich werde halt immer so ein bisschen zurückgeschubst. Da muss ich halt aufpassen, dass ich nicht auf Mario zurückfliege. Langweilig. Ja, wenn der auch nicht so gut im Griff liegt, der linke Stick, aber es ist besser als eigentlich funktionieren dann, ne? Der ist gut in der Hand liegt, ne? Ich weiß nicht, warum, das ist eigentlich, sind eigentlich die Joy-Cons meines kleinen Bruders, aber das irgendwie so, ihr wisst ja, das ist so dieses, was auch immer das ist, da ein Controller, ne? Damit sich das so angenehm anfühlt. Keine Ahnung, ob ihr wisst, was ich meine, aber das ist irgendwie nicht dran. Also ich finde 50 hätten hier voll ausgereicht. Also wirklich 50 hätten mehr als gereicht. Wenn man schon den ersten Mond so viel einfacher macht.
das war gerade einige Male so knapp im Verlieren, ne? Alter, ich habe mir gerade echt in die Hosen gemacht. Was ist denn das? Ich wollte jetzt extra ruhig, ich wollte eigentlich extra nicht sagen zum Konzentrieren. Da wurde es einige Male ganz knapp. Ich war bei 84. Bei 84 war ich, der Mut ist bei 100. Ich glaube spätestens bei 75 hätte ich gesagt, ja komm, hier kann man doch den Mond geben. Und man kriegt für 15 und für 100 ein und dieselbe Belohnung. Ganz ehrlich, ich will Two Player Mode machen, einfach weil Mario dann in einem Ecken stehen kann, damit er dort halt einen holen kann. Irgendwann wird es halt auch nicht schneller, ne? Irgendwann wird es halt im Rhythmus bleiben. Ne? Ich achte halt auch eher auf den Schatten als auf den Ball an sich. Ja, deswegen bin ich so ab 50 so leise. Weil ich mich halt sehr darauf konzentriere. Hier geht's noch, hier ist es noch relativ langsam. Alter, jetzt kriege ich ja noch einen Discord-Benachrichtigung und schnell drauf schauen. Soll das so eine Zusatz-Challenge sein oder was? Das war auch einer der letzten Monde, den ich geholt habe. Genauso wie Seilspringen. Den habe ich auch nur durch einen kleinen Bug gemacht. Okay, was heißt hier ein kleiner Bug? Ich habe es einfach durch einen Bug gemacht. Das war, glaube ich, noch vor dem Luigi's Balloon World Update. Und da gab es noch einen anderen, um das richtig easy zu machen. Oder habe ich da auch schon den neuen benutzt? Ich glaube, ich habe da auch schon den neuen benutzt. Och komm, wisst ihr was, fickt euch. Machen wir ein andermal. Oder später in dem Part. Da ohne Scheiß, der Stress halt übelst. Hier gibt es noch super viele. Ja, Coins, die uns noch fehlen. So. Schauen wir uns mal an, Monde, die noch fehlen. Das Polarland. 22 ist der erste. Der befindet sich. Warte, da oben die Samen, sind die schon fertig? Warte, ich glaube, ich habe sie schon alle geholt, oder? Mond 22 muss ich. Ja, Mond 22 muss ich gerade schauen. Scheiße, ich hatte gerade so eine Gänsehaut durch dieses scheiß Beach-Volleyball. Ich glaube, das werde ich vor Anfang irgendeines Parts mal machen, ne? Ausführen, weil ich will euch damit wirklich nicht nerven. So unterhalb des Kunsträtsels hier und 50 verbirgt sich im Wasser der Eingang zu einer Höhle der vier Schatztruhen, dort, die ihr dort, dort vorfindet. Wir müssen der richtigen Reihenfolge hinten, links, rechts, vorne. Alter. Ich bin jetzt erstmal auf 180 Grad, ne? Mein Puls ist gerade richtig, richtig high. Da war ich hier schon drin. Ohne Scheiß, das soll ich irgendwann mal am vor dem Anfang eines Parts machen. Am Anfang des nächsten vielleicht. Okay, hier war ich schon. Ohne Scheiß, jetzt würde ich gerne rutschen können. So. Ich würde nur sehen, wie weit das geht. Da gerade das Vanilla Coins. Tatsächlich, der Rutschmove, der fehlt mir irgendwie in diesem Spiel. Hier da hinten gibt's nichts.
Komm, ihr verfolgt mich nicht, ihr dummen Belger. Das ist selbst der Bonusmond. Ja. Versuchen wir statt im Wolkenmeer. Da voll Fuxino Blade 2 geklaut. Naja. Ich glaube, hier gibt es noch so einen Toad. Ja, ich glaube, hier Pilzkönigreich, da gab es ja eine Teleportation. Gibt mir auch noch einer dieser Dinger. Ich weiß aber jetzt nicht wo, ehrlich gesagt. Musikmaestro. Ja, der Musiktoad. Hinweiskunstmonde. Habe ich alle. Ja, stimmt, da habe ich den Mond noch nicht abgeholt. Es gibt noch was, oder? Schatzturnierjäger habe ich jetzt auch. Hier sprich in der Theorie könnte ich mir zwei weitere Monde holen. Und auf zwei arbeite ich noch hin. Ja, war klar, dass das irgendwann auch kommt. Aber das ist jetzt keine wirkliche Challenge. Nicht für mich zumindest. Weil ich war hier noch ganz, weil ich dachte, dass wir den auch schon haben. Aber offensichtlich nicht so wieder jetzt. Sind wir wieder im Küstenland. Und da fehlen mir noch ganze 17. Das ist, glaube ich, das dann, wo wir noch am meisten fehlen. Ganz ehrlich, wo könnte mir denn sonst dieses Porträt fehlen? Und wo? So, da war irgendwas mit Mond 50 bezüglich Mond 22, ne? Und mit dem? Ja. Irgendwas mit in der Nähe von Mond 50. Das ist ja, sprich hier. Mondankunst. Haha, nee. So schnell machst du das nicht. Zumindest nicht heute. Was haben wir denn hier? So, hier müssen wir auf jeden Fall mit einem dieser Oktopus-Dinger rein. Mal ganz ehrlich, ich war gerade viel zu gestresst bei diesem Beachvolleyball-Spiel. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich gestresst bin, ist es kein so gutes Zeichen. Bonus Stage? Ach so, die. Immer vom Anfang schauen, ne? Hier ist nichts. Ich wollte eigentlich nach hier eben gehen. Warte, war da hinten nicht noch was? Okay, da war noch so ein Zwischenlandding. So, jetzt.
Ich glaube, das ist der Bonusmond. Jetzt drüben im Engtal. Wie lustig. So, flug durch das enge Tal. So lustig. Warte, da ist was. Oder? Da ist doch was. So, das ist ein Wiederkampf. Oktopusvieh. Du bist mal wieder dran. Also ich muss sagen, hier sind die am krassesten verstreut, die lila Münzen, ne? Das haben sie hier sehr gut gemacht. Also ich denke, ich muss in der vergangenen Welt irgendwas verpasst haben. Ich weiß, es kann nicht sein, dass mir da was fehlt. Hier ist auch eine unsichtbare Wand. So, Mund 22, unterhalb des Kunsträtsels. So, unterhalb. Ja, das ergibt Sinn. Ja, Failmaster müssen lernen Sprachen mit Bubble. Vorhin, ich hab's auch noch gesehen und dachte mir, ich war da schon drin. Könnte auch unmöglich das gemeint haben. So, was war die Reihenfolge? Hinten, links, rechts, vorne. Wow, schwer. Lol. Schatz im Zufluss. So, nächster Mond ist Mond Nummer 27. Südlich der Thermalinsel befindet sich im tiefen Bereich des Wassers ein Riss im Boden. Betätigt dort unten den roten Schalter mit einer Stabweiterung danach flugs durch die Röhre, um den Mond einzusammeln. Thermalinsel. Also südlich der Thermalinsel. Ich schau noch mal, wo das ist. Genau, okay. Müsste doch irgendwo da unten sein, oder? Ungefähr. Wie geht's noch weiter runter? Jo, das ist eine 2D-Passage, krass. Ja, das ist mal cool, Alter. Ja, das ist eine coole Idee. Küstenland Tic-Tac-Turnier 1. Okay, das wird als Tic-Tac-Turnier gezählt. Ganz ehrlich, ich muss sagen, das war auch ein cooles Tic-Tac-Turnier. Also ich finde diese Idee mal cool so. Man betätigt was, ja hier,
in 3D, um was in 2D freizuschalten. Gute Idee. Warum ist hier die Kamera so scheiße? Krieg ich bitte Luft, danke. Erstmal B-Spam. Auf jeden Fall ein sehr cooler Mond. 13. Der nächste von diesen 13 ist 28, Alter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch noch so. Wartet. Schwimmt zu der Vogelscheuche nördlich des Glaspalastes und erreicht durch Schnellschwimmen. Deshalb versucht man den Mond recht. Achtet dabei, dass Schiebschiebs euch nicht den Weg. Och nee, das ist der Mond. Nein. Schnell schon ZR plus Y muss ich das schaffen. Achso, ohne Schnell, ich habe es die ganze Zeit nicht geschafft, aber jetzt habe ich es auf einmal geschafft. Alles klar, jetzt müsste Mut Nummer 29 kommen, wenn ich mich nicht irre. Ja, 29 gleich 31. Im Streit bei der Odyssey steht ein Hund, wirft Cappy in seine Nähe, um seine Partie zu gewinnen. Ja, okay. Okay, bei der Odyssey. So, wo ist denn der Hund? Ich weiß, dass man ihn auch irgendwie in die Odyssey später bekommen kann. Was zeigt er mir jetzt schon? Ich will eigentlich nach Westen gehen, ne? Hier, komm Hundi, komm. Katze, ich weiß noch, war das nicht hier im Küstenland, wo der auch gezeigt wurde zum ersten Mal, der Hund? So, man muss jetzt irgendwo... Wie, das ist den Hund einfach nicht juckt. Man muss jetzt irgendwo im Westen suchen. Der Hund, der kann, glaube ich, das Wasser nicht betreten. Hier ist der Mond. Ich habe gefunden, guter Hund. Ja, sehr guter Hund. Und die Aufnahme hat sich nach 3 Minuten immer noch nicht beendet. Ne? Dafür, dass ich eine Viertelstunde gebraucht habe, bis das es gegangen hat. Ja? Nordöstlich der Rollfelsschlucht steht eine Vogelscheuche im Wasser. Kapert sie, um das Tor den Abgrund zu öffnen, sammelt dort alle Mondstücke ein. Passt dabei auf, die gefräßigen Maulreden auf. 4 der Fragmente befinden sich am Grund und das letzte schwimmt etwas höher auf einem Absatz. Ich glaube, ich erinnere mich an den Mond. Jetzt wundere ich mich, wo genau der war. Ich glaube, man konnte auch sehr gut den Mond den Ballon verstecken im Balloon World. Wo ist denn das? Moment, wo ist das? Das war safe irgendwo im Wasser. Ja, no shit, ne? So, ich sehe schon. Tschüss, Hund. Schön mit dir. Ich glaube, man muss noch mehr drauf aufpassen auf seine Luftanzeige. Achso, da unten sind nur Lila-Coins gewesen. Hier ist natürlich nicht mehr da.
Also zwar hier. So, das ist jetzt keine Zeit, Sache auf Zeit, ne? Ich finde diese Idee auch ganz geil. Ja, hier sind jetzt ein paar Maulreden. Die soll man halt aufpassen. Habe ich ja nicht so sehr gemacht. Ja, aber klar, dass jetzt hier auch mir noch einen in den Weg kommt. Und das stimmt, ich habe ja gar nicht Köpfe zu werfen. Ja, das war so ein bisschen problematisch. Weil ich wollte die eigentlich ein bisschen aus der Distanz holen, die Mondstücke. Aber hey, das soll ja eine zusätzliche Schwierigkeit werden. Hier gibt es zum Glück auch genug Luft, ne? Jetzt sollte ich halt kein Cheap kapern. Wetten, dass die letzten sind vielleicht in der Box. In den Boxen. Die ich mit einer Stoffattacke zerstören muss. So, was ist denn hier drin? Oder warte, kommt hier der Mond? Könnte sogar sein. Den habe ich sogar gesehen. Alter, wo ist denn jetzt das letzte Mondstück jetzt beim Ernst? Bei der Beschreibung sitzen die alle auf dem Grund. Außer eines. Das eine habe ich eingesammelt. So, da meinten sie noch weiter oben. Oder hat man sich da geirrt, weil es sind ja zwei. Nee, war der ist ja gar nicht in dem kleinen Loch. Oder war da auch ein? Oder war da auch so ein Mondstück und ich habe schon eingesammelt? Kann natürlich auch sein. Mond 61 war das. Noch 10, Alter, noch 10. Das davon will ich noch nicht machen können. Mond 31. Lediglich die Notenausrüstung am Ufer beim Strandhaus. Hört sich einfach an. Ist es vielleicht? Es kann auf jeden Fall nicht schwerer sein als das eine Beachvolleyball. So das, ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Das ist relativ einfach, das da. Straight geradeaus. Ich wundere, dass ich so lächerlich einfach Monde noch nicht gemacht habe. Notenjagd auf der Meeresoberfläche. Noch 9. Mond Nummer 33. Kapert den Segelmann da an den Richtung und fliegt mit ihm Richtung Glaspalast. Am Fuße des Edelwasserkirchs steht ein Blubberaner. Der euch dafür den Mond schiebt. What? Kann man auch Deutsch mit mir reden? So, okay. Ich muss jetzt wahrscheinlich mit Gleitern dorthin fliegen. Na? So, und anscheinend habe ich Captain Toad in dieser Welt noch nicht, sehe ich gerade. Also wie wird mir das auf der Karte angezeigt? Okay, das war's schon. Es gibt einen Ort, ich gibt einen Toad an dem Ort, an dem wir Uber Freerun gemacht haben. Geh mal weg, Leibern. Ich mag dich zwar, ne?
hab ich sehr mein Herz geschlossen seit kurzem. Wie soll ich das sagen, ne? Seit Luigi's Balloon World, sagen wir es so, da habe ich dich echt oft gebraucht. Und ich habe sogar dadurch deine Steuerung endlich raus, ne? Wie kommt man jetzt da hoch? Was muss ich denn da machen? Ich habe eine kleine Vermutung. Das wäre uncool, wenn die wahr ist, aber ich könnte es mal versuchen. Oder ne, ich versuche es nochmal mit einem von denen. Das war lol. Ich glaube, man musste das irgendwie so machen halt. Ja. War gut. Ja. Aber nicht gut genug. Alter. Ich hatte die Stun. Ganz ehrlich, ich glaube, die Idee war nicht schlecht. Okay, jetzt bin ich sogar größer hier. Komm, Captain Toad. Ich hab mit dir hier noch gar nicht geredet. Ich wollte hoch hinaus, um mir das Meer von ganz oben anzusehen. Ich bin bis hierher hochgeklettert. Und du hast es hier rausgeschafft, dafür möchte ich dir diesen Mond geben, den ich gefunden habe. Baba! Ja, Captain Toad ist schon ein cooler Boy. Okay, ne. Mund 38 mache ich noch nicht. 41 und 42. Ist das eine Bonus-Stage, die ich verpasst habe? Nö. Östlich der Odyssee findet ihr am Boden einige grüne Röhren. Viel zu sehen gibt es drin nicht, dafür was zu spüren. Ja. Gesundheit. Alter. Grüne Röhren? Wo? Come on, sag mir, ich das schon wieder irgendeine lame Röhre, die ganze Zeit da ist, verpasst habe. Ich weiß schon, wie das läuft, Bruder. Hier. Was war das für eine Beschreibung, Alter? Hier gibt es nicht viel zu sehen, aber zu spüren. Nächster Mond. Auf unserer Liste ist Mond 42. Urlaubauftritt. Auftritt. Outfit brauche ich. Thank you.
Ich würde jetzt sowieso nicht den ganzen Part in den Klammern öffnen. Was ich auch eigentlich im letzten Part sagte, wir würden höchstwahrscheinlich keine 10, 20 Monde pro Part mehr holen. Naja. Hat ja gut geklappt. XD. Und das Urlaub-Outfit, das gefällt mir sogar sehr. Ich mag auch das Sunshine-Outfit, das ist auch cool. Sunshine HD wäre auch geil. Mir wäre aber mein 3D-World-Port immer noch lieber. Na, man kennt mich. Ich bin mein 3D-World-Port. Ich habe vor 2-3 Jahren, ja, vor 2 Jahren war es, meine Top-Liste hochgeladen mit Switch-Spielen, mit Wii U-Spielen, die ich gerne auf der Switch gehabt sehen würde. Einige davon wie DKC Tropical Freeze sind eingetroffen. Mario 3D-World immer noch nicht. Potenzial. Boah, das ist cool. Sowas gibt es ja auch im Wüstenland. Da habe ich den Mond ja schon, glaube ich, vor der Story geholt. Vor dem Ende der Story geholt. Also ich bin nebenbei froh, wenn die Kamera gut läuft, ne? Und eine Stunde aushält. Dann gleich zweimal hintereinander gefühlt. Was kommt nach Mond 42? Mond 49 muss ich noch holen. Diesen Mond erreiche ich hier überall in Bildereingang. Ist okay. Jetzt würde ich gerne wissen, von wo, ne? Dort findet ihr das Cooper Flöring haben wir gemacht. Mond 61 setzt an der schillernden Stelle nordwestlich des Leuchtturms seine Stammvaterkante an. Wow. Wow, also danke. Mehr muss ich anscheinend nicht wissen für den Mond. Ja, okay, das Gebiet kenne ich aber. Krass. Dass man so alles nach der Hauptstory freischaltet am Mond. Ne? Wow, stampfen. Man sieht ja auch nur sehr schwer, ne? So am Fuß des Leuchtturms. 4 Monde, davon will ich eins nicht holen. Eins kann ich nicht. So, Mond 66. Ne, warte, machen wir so jetzt 63. Auf dem Festland rund um den Edelwasserkelch hoppelt Kaninchen umher. Hier, man kann den mit der Trompete anscheinend richtig gut fangen. Mühelos, sagt die Website, auf der ich bin. Also ich habe ja erst vor kurzem, habe ich erst Pokémon Let's Go beendet, ne? Aha. Alter, ist halt wirklich mühelos. Da easy peasy. Was sind das hier für... Und vor allen Dingen, ich habe dieses Land so ausgelassen, so lang. Und 66 östlich des Glaspalastes wartet im Meer eine Notenaufgabe. Kapert für diese... So ein Schieb im Wasser schneller... Okay, wo ist denn der? 66. Irgendwo im Osten. Hätte das gedacht? Okay. Ich verwirrt das manchmal so ein bisschen, sorry. So krass ostöstlich ist es jetzt nun auch wieder nicht. Es ist eher mittig.
Oh, hier sind noch 3 Lila Coins. Stimmt, die muss ich auch noch sammeln. Nein! Als ob ich eine verpasst habe. Nein. Alter, ich hole gleich die eine Note. Also ich denke, wir werden diese EP noch im Mai beenden. Also ich das LPBC noch im Mai beende. Ja. Moin. Ganz sicher nicht, das LP wird noch safe im Mai beendet. Vielleicht nächste Woche, vielleicht später. Und ich könnte mir vorstellen, dass es spätestens in 2 Wochen sowieso beendet ist. Ich werde mal mit dem Cheap ein bisschen rumlaufen, ne? Mit dem habe ich halt unendlich Sauerstoff. Und natürlich ist dann was da drin. Und dachte ich, ich hätte da schon alle. So. Auf 24 ungefähr. Hier vielleicht Sauerstoff auch. Alter, die sind halt teilweise echt gut versteckt. Also ich muss schon sagen, dass dieses Land wird echt gut genutzt für Verstecke. Noch wie Bowsers Land. Forstland war eher meh. Sorry, das Land war halt wirklich eher meh. Nehmen wir Themen. Sind da unten welche? Egal, jetzt gehen wir wieder zu einem Cheap. So, noch 18. Wenn da noch Zeit bleibt, versuche ich es vielleicht noch mit Beachvolleyball. Ich denke aber erstens nicht, dass noch genug Zeit dafür da ist und zweitens, dass es hinhaut. So, wo sind die nächsten? Ist mal März, wo sind die? Tatsächlich wahrscheinlich Land, ob es der Markt ist, dass es sehr offen ist. Na? Wirklich das Gefühl, dass wir hier gerade in so einer vergrößerten Version von Mario 64, sagen wir mal, sind. Na? Ich bin mir ziemlich sicher, das wäre Super Mario 64 halt auf so einer Konsole erschienen und dann denke ich, dass die Welt diese Größe gehabt hätten. Na? Ist mal im Ernst, ich hab sie doch eingescannt oder etwa nicht. Ja, hab ich. Ich seh nix.
Jetzt mal was, wo sind die? Hallo. Wieder Münzen. Schöne Wassereffekte und so, ich kann da aber gerade nicht so da unten. Na. Also, warum hat er so irgendwie leuchtende Augen, habe ich gerade so das Gefühl. Ja, hat er. Wie diese Kuba-Panzer Mario Galaxy 2. So wegen mit ihrer Wurfbahn. Weil da seht ihr, die Welt, die geht auch sehr in die Tiefe, so Korallenriffe und so. Weil ich sehr cool finde. Ich bin zwar jetzt nicht der größte Naturfreund, ne? Sagen wir es mal so, ich bin jetzt nicht derjenige, der 24/7 draußen ist, aber das sieht schon schön aus. Und ich mag auch Strand. Strand mag jeder. Nein, der Schipschip ist tot. Komm, holen wir uns einen neuen. Ich hab gedacht, dass ich vielleicht drüber schaffe mit ihm. Alter, jetzt brauch ich schnell wieder einen neuen. Alter, ich hab das Gefühl, dass ich halt so wirklich schneller bin. Ah, Schipschip. Also ich finde, man hätte jetzt so viel mehr Monde rausholen können. Schön, wie da gerade der eine Kraken hier für man despawnt ist. Ich dachte mir sogar, dass die hier fehlen. Ich war bei denen nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Ja, was soll denn das, Bruder? Ich will hier nur in Ruhe meine Amiibo einscannen, nicht mehr und nicht weniger. Alter, hier, das sieht so aus, als wäre das hier so eine Straße, ne? Ist schon schön, das alles. Ich will trotzdem den 3D World Port und kein Omega 2, weil meine Wii U-Version nicht mehr geht. Ja, traurig, ich weiß. Weil meine Wii U-Version, die geht halt wirklich nicht mehr. Die meisten meiner Wii U-Spiele, die gehen irgendwie nicht mehr. Vor allem die Mario-Spiele. Das Ding hat einen Hass gegen Mario-Spiele. Mario Kart 8 will ich unbedingt einmal spielen, ne? Und irgendwann ging es da nicht mehr. Ne? Ich war da richtig sad und war dann überglücklich über den Port. Ne? New Super Mario Bros. U und Luigi U halt. Das war halt gebannt mit meiner Wii U. Ich auch damals lieb gern gespielt. Ja, dann ging es nicht mehr. Mario 3D World war es dasselbe. Ja, obwohl ich da sogar das Let's Play begonnen habe und danach ging es irgendwann nicht mehr. Und irgendwie schade. Ja, und da gab es noch Splatoon. Ja, das heißt, es ist nicht mehr ausspielen. Mario Maker ging immer, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Ja, weil ich an die lila Packs nicht mag, dass sie immer in Dreier-Packs sind, ne? Dreier oder Zweier. Manchmal sogar Vier, ne? Also ich denke, das meiste hier kann man zum Beispiel mit Chip-Chip auch machen, ne? Chip-Chip, der bewegt sich sogar schneller als Mario im Wasser, ne? Mario ist halt fett. Fett einmal im Wasser halt, ne? Noch 6 Münzen fehlen, ja. Weil es fehlen noch 2 Monde. Achso, stimmt, der eine nicht sowieso nicht rankommen. Stimmt. Stimmt. Ja, keine Ahnung, wie ich zu dem hinkomme, ganz ehrlich. Ich schaue mir da mal ein Video an, welches das sein könnte, aber ganz ehrlich, zum aktuellen Zeitpunkt habe ich echt keine Ahnung. Ist gerade gar nicht. Da hinten sind die Lila-Coins. Ich habe mir schon gedacht, die können da nicht drin sein. Ich hätte die safe gesehen. Hier. So irgendwo am Arsch der Welt. Logisch, ne?
Also ich habe auch vor, die jetzt auszugeben, den Partner. Weil da ganz ehrlich, das ist halt echt großes Land. Ich gehört auch zu meinen Lieblingswelten mit Cityland und Kaskadenland eigentlich. Ne? Andererseits würde ich dann doch nochmal Kaskadenland höher stellen, weil das hat keine so nervigen Missionen namens Beachvolleyball oder Springseil Gedöns and Knuckles. Um der 2D-Passage, ernsthaft? Jo. Komm schon da jetzt hoch halt. So, ich hab die falsche Röhre genommen. Coole Idee, Alter, ne? Ganz ehrlich, das fand ich ein bisschen verwirrend, aber das war irgendwie cool. Ich fand aber auch irgendwie, dass genau das irgendwie fehl am Platz war, diesen Korallenriff zu rühren. Ja, okay. Und auch, dass andere Sachen auch echt fehl am Platz sind, ne? Okay. Alter, ich will das jetzt unbedingt noch geschafft haben, ne? Teilweise das sagt, dass in 3 Sekunden durch Stunde erreicht ist, aber ich mach den jetzt aus. Das war gerade ärgerlich, ne? Aber... Jo. Ich glaube, der Lieder war da. Ich will die jetzt noch unbedingt ausgeben. Dann beenden wir den Part, Leute, keine Sorge. Ich meine, die ist sowieso bald leer, ne? Die hat auch irgendwann sein Limit, ihr Limit erreicht, ne? Okay, war ein Outfit, das wir noch nicht hatten. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part ins Schlemmerland, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst kostenlos, Abo da und so weiter und so fort. Dann tschüss. Süß.